Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Sammlungsupdate hier beim Angler auf dem Kanal. Ja, der Angler war ja auf der Filmbörse in Neuss am 2. Januar und jetzt kommt der Angler erst mit dem Video raus. Ja, zum einen war der Angler krank, dem ging es nicht so gut und ich hatte Rohrbruch. Also nicht ich, sondern hier im Haus. Das war nicht so dolle. Das war. Ich wollte eigentlich ursprünglich erst gar nicht so wirklich auf die Filmbörse fahren. Aber dann habe ich mich doch ganz kurz entschlossen dazu entschieden, doch dahin zu fahren. Ja, morgens auf dem Weg dorthin. 5 Kilometer vom Parkplatz von der Filmbörse ruft Frau Anglerin an und sagt, ja, wir haben einen Wasserrohrbruch, Wasser kommt aus der Wand, Wasser kommt aus der Decke. Ja, da war der Tag eigentlich schon so gut wie für mich gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch über die Filmbörse gelaufen, ich konnte mich gar nicht wirklich auf das ganze Zeug da konzentrieren, was da so lag. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da habe ich mir zur Frau Anglerin gesagt, da sage ich, ja, hier, dreh Wasser ab, lass den Druck aus der Leitung. Ob ich jetzt nach Hause komme oder in 3 Stunden, es kann ja nichts passieren, Wasser ist ja abgestellt. Inzwischen ist auch alles wieder ready, alles wieder im Gange und nächste Woche irgendwann geht auch die Renovierungsarbeiten los. Ja, Gott sei Dank habe ich eine Firma hinter mir, die hilft mir da tatkräftig. Ja, das, was ich jetzt auch so in die Sammlung helfe, wollte ich schon sagen, das, was ich jetzt so in die Kamera halte, ist auch so wirklich börsenuntypisch. Man fährt ja meistens auf eine Filmbörse, um nicht gerade den Film von der Stange zu finden, sondern um die eine oder andere Kuriosität oder Seltenheit oder tolle VÖ zu finden. Also das, was der Angler heute so in die Kamera hält, ist so börsenuntypisch. Aber wie gesagt, ich hatte auch nicht wirklich so den Nerv. Ich war leicht abgelenkt. aber, dazu muss ich sagen, war es irgendwo dann doch wieder eine ganz schöne Börse, weil es war ja alles da. Das war ja der absolute Wahnsinn. Es waren so viele Leute aus unserer Discord-Gruppe da. Es waren allein 4 Leute von den fucking Freaks waren da. Oder waren es doch nur 3? 4. 4 Mann. Ja, 4 Mann. Der Filmonkel war da. Wutans Matti Movie Collection war da. Der Movie Picker und meine Wenigkeit. Unter anderem jede Menge andere weitere YouTube-Kollegen. Zum Beispiel Didi Meyers The Shape war da. Der Filmflo und der Filmlouis. Die waren alle da. Und war auch mal schön, auch gerade hier den Didi mal kennenzulernen, den Didi mal die Patsche handdrücken. Und der Didi und ich mussten feststellen, wir wohnen gar nicht so weit auseinander. Also das ist für mich und für ihn jeweils nur eine halbe Stunde Autofahrt. Und vielleicht wird es auch mal auf seinem oder auf meinem Kanal auch mal die ein oder andere gemeinschaftliche Sequenz zu sehen sein. Ja, war mal gespannt. Und unter anderem war von der Discord-Gruppe der Martin 77, habe ich mal kennengelernt. Nur halt irgendwie leider im Vorbeigehen, das war schade. Und der Xtro, der Mann mit der größten und skurrilsten und der fantastischsten Hardbox-Sammlung überhaupt. Und unter anderem, was mich sehr gefreut hat, Retro-Freff ist da rumgelaufen. Wie heißt er denn eigentlich? Heißt er auch Sascha? Sascha, glaube ich. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Wir sind den ganzen Tag da rumgelaufen. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß. Das war so eine kleine Ablenkung von dem Geschehen zu Hause. Ja, wie fange ich denn jetzt am besten an? Ich habe ja ein paar Sachen hier liegen, die waren, habe ich gar nicht auf der Filmbörse gekauft. Zu einem hatte ich einen direkt morgens am Parkplatz. Mona und Jens waren auch da. Grüße gehen raus. Und die haben mir erstmal ein Mystery-Paket in die Hand gedrückt. Auf dem Parkplatz von der Filmbörse erstmal, zack, Mystery-Paket. Mystery-Paket ist auch schon ausgepackt. Video kommt. Und ich hatte ja an demselben Tag, wo die Filmbörse war, habe ich ja abends noch hier so ein Update-Video gedreht. Also das, was ich jetzt erzähle, habe ich schon mal alles erzählt. Aber ich war so bei meinem Rohrbruch und ich habe nach einer Viertelstunde habe ich das Video abgebrochen und habe gesagt, komm,
du machst das Video nochmal, dann, wenn du gedanklich auch mehr bei der Sache bist. Weil das Video war grausig, grausig. Mir ist noch nicht mehr der Name eingefallen von Movie Bigger oder von Diddy. Nee, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen und machst du jetzt noch immer. So, wie gesagt, Mystery-Paket hatte ich aber schon abgedreht, das Video. Das kommt hier nach dem Video. Ne? Haben die mir was ganz Tolles reingelegt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, ihr zwei Süßen. So, dann von der Discord-Gruppe der Madin77, der hatte mich angeschrieben, hier Angler, du hast doch den Film dir gekauft, Wenn der Wind weht, auf DVD. Und ich habe doch erzählt, meine Scheibe hat so extreme Pixelfehler. Und er sagte, er hat den Film hier noch liegen, den möchte er mir gerne überreichen und er möchte gar nichts dafür haben. Und dann sage ich, ja, nehme ich. Jetzt habe ich ihn nochmal in der Sammlung. Also das mit den Pixelfehler, dann habe ich dem Moviepicker gegeben. Das reicht. Das ist sowieso so ein halber Pixelfehler. Von daher ist halt alles in Ordnung. Einmal, der Wind weht. Ne? Angeblich hätte der keine Pixelfehler. Ich muss auf jeden Fall die Tage mal da reingucken. Nur jetzt innerhalb kürzester Zeit nochmal da rein. Oh, ja, ich guck mal. Ist auf jeden Fall von der anderen Marke. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der andere Label hieß, wo der rauskam. Und jetzt muss ich aufpassen. Hey, der Angler hat eine Softbox jetzt hier stehen. Das ist sowas von hell. Ich brauche bald einen Sonnenbrill. Seht ihr? Guck mal, seht ihr das? Boah, wie hell. Auf jeden Fall, wenn der Wind weht, in einer anderen Veröffentlichung von einem anderen Label, angeblich ohne Störung, an dieser Stelle Madin. Nächstes Mal nimmst du immer ein bisschen mehr Zeit. Vielen lieben Dank. So, das tun wir mal hier hin. Dann, der Filmonkel war ja da mit dem Lange Filmlöres, auch genannt Wutal Maddies Film Movie Collection Sammlung Dingens da. hatte ich mal so angefragt, hat jemand den Film The Machine, da hatte ich einen Trailer gesehen, hat den vielleicht einer doppelt in der Sammlung oder günstig abzugeben, ansonsten tue ich mir woandersweitig günstig erwerben. Und was sagt der Filmonkel hier? Ich bin gerade hier in so einem Videothek, die haben den hier liegen für 2 Euro, ich bring dir den mit. Ja? An dieser Stelle, lieber Filmonkel, vielen lieben Dank. Guckt euch mal den Trailer an. Guckt euch mal den Trailer an von dem Film. Der sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich muss also hingucken, das ist so hell mit dieser Softbox. Oh, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber ich hoffe, bildmäßig... Angler in HD. Ja, da ich ja Early Bird war, gab es wieder gratis DVDs, Filmchen. Ja, ich hatte noch so jemanden getroffen, der wie Speed Days, ja, der ist auch da rumgelaufen. Der war da, glaube ich, an dem Schnitzeltisch, hat er da gesessen und wollte sich mal ins Gesicht drücken mit seinem Freund, Kollege. Und da habe ich nochmal. Gute, mehr, da bin ich auch weitergegangen. Müssen wir uns auch mal nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn wir irgendwo auf eine Börse, da müssen wir uns mal ein bisschen mehr abquatschen. Auch und Didi habe ich gesagt, dann sag ich, müssen wir mal ein bisschen, ne, bisschen mehr koordinieren. Ne? Aber wie gesagt, an dem Tag war sowieso nicht viel mit mir anzufangen. Davon mal abgesehen. So, alle Leute, die Early Bird waren, oder glaube ich die ersten 50 oder die ersten 100, ich habe keine Ahnung, waren es jetzt 50 oder 100 Leute, die haben alle wieder einen Gratis-Film bekommen. Das ist ja auch, was der Herr Kleis da macht mit der Filmbörse, finde ich ganz große Klasse. Und der tut auch wirklich was für die Leute da. Das gefällt mir. Das macht mir Spaß. Und deshalb fahre ich auch ganz gerne da auf die Filmbörse Neuss. Aber ich glaube, nächstes Mal fahre ich mal woanders hin. Einfach nur mal vielleicht andere Händler, vielleicht mal andere Filme, andere Preise. Mal gucken. Frankfurt ist auch ab und zu mal eine. Ich muss mal gucken. Auch im März ist Nürnberg. Bin ich überlegen, fährst du Anfang März nach Neuss oder Ende März, wo du kein Geld mehr hast, nach Nürnberg? Kennt ihr die Problematik? Bestimmt. Ja, auf jeden Fall, die ersten 50 oder die ersten 100 Leute, Early Bird, haben wieder einen Film bekommen. Das ist so ein, ich glaube, das geht an den Thorsten Cinema 8 Film Review. Ich tue ihn damit mal überraschen. Und zwar Die Farben der Nacht. Ist das richtig? Ja, Die Farben der Nacht. Ein Film von Sergio Martino. Kenne ich nicht. Der ist noch original verpackt. Ich lasse ihn auch original verpackt. Ich tue dem guten Thorsten mal einen Gefallen. Das denke ich mal eher seins. Ne? Falls er den schon hat. Du musst es ja nicht erwähnen!
Du kannst einfach in die Kamera gucken, dich bedanken und sagen, oh, guck mal, der Angler hat an mich gedacht. Nein, der Angler denkt immer an dich. So, und jetzt kommen die Filme. Wie gesagt, es ist nicht so wirklich 100% Börsenware. Wenn ihr euch jetzt erfreut über zigtausend Mediabooks und Hardboxen und Co. Ja gut, ein Mediabook und eine Hardbox ist dabei. So, aber... Dann muss ich euch enttäuschen, es sind wirklich DVDs, es sind wirklich DVDs dabei und Blu-rays in der Keepcase. Ja. Die ganze Börse ist voll tapeziert mittlerweile mit diesen Classic Cult Collections. Ihr kennt die. Der Otti Bond, ihr kennt ihn ja alle mittlerweile, der hat ja auch eine mega, mega Sammlung in Sachen Classic Cult Collection. Und ich habe auch einige mittlerweile. Und wie gesagt, die ganze Börse war damit Film zu tapeziert. Filme für auf Blu-ray für 2 Euro, für 3 Euro, für 4 Euro, für 5 Euro. Alles war voll. Ich glaube, jeder Händler hatte die gehabt. Anscheinend wollen die loswerden. Man muss auch dazu sagen, da sind auch einige Gurken dabei. Aber ich habe wieder ein paar gefunden, wo ich gesagt habe, komm, für den Preis kannst du nichts falsch machen. Als allererstes für 5 Euro von der Platinum-Kult-TV-Serie. Ja, ist, glaube ich, dasselbe Label, die die rausbringen wie die Classic Cult Collection. Ja, kann man ja fast schon dabei stellen. Ja, machen wir, ja. Und zwar, Robocop die Serie. Jetzt weiß ich gar nicht, ist da auch die Pilotfolge mit dabei? Ich habe jetzt gar nicht so darauf geachtet, weil es gibt doch die Serie, wo auch die Pilotfolge dabei ist. Quasi Robocop 4, Law and Order, ne? Glaube ich, so heißt das. Muss gucken. Ich weiß auch gar nicht. Ich mach mal gerade auf Messe. Mit der Finger. Ist das alles auf eine Disc? Oder auf zwei? Zwei Disc. Einmal die komplette Serie auf eine Scheibe und einmal Extras auf eine Scheibe. So sieht das aus. Ja. Mal gucken. Auch wie hier wieder diese Hülle, die sieht so ganz komisch aus, so gewellt. So, das kann ich jetzt kaum zeigen. So ganz komisch sieht das aus. Nee, das seht ihr nicht. Ganz komisch. Als wäre der Plastik gequollen. Ne? Ganz merkwürdig. Ja, ich gucke auf jeden Fall mal rein. Ich habe die mal gesehen. Das ist schon 50 Jahre her. Und ich habe die eigentlich gar nicht für so gut empfunden. Mal gucken, wie es jetzt... Ne? So, dann als nächstes auch ein Film für 2 Euro. Also ihr merkt schon von der Preise her, ich bin mit meinem Budget genauso wieder, fast genauso wieder zurückgefahren wie hingefahren. Und zwar ein Westernfilm in der Classic Cult Collection. Roter Staub. Hat mir nichts gesagt. Und dachte ich, komm, für 2 Euro nimmst du mal mit. Ich habe noch nicht mal durchgelesen, worum es geht. Ja, Classic Cult Collection, 2 Euro nehme ich mit. Läuft. Fertig. So aus solchen Kriterien habe ich den Film mitgenommen. 2 Euro, Classic Cult, mit. Fertig. Ich habe auch gar nicht wirklich gesucht. Normalerweise geht der Angler schon mal hin und tut mal ein bisschen durchforsten, mal auf der Jagd, aber gar nicht. So, dann auch für 2 Euro Uncut Classic Cult Collection und zwar To the Ends of Time. Irgend so ein Fantasy-Film. Habe ich auch noch nie was von gehört, noch nie gesehen. Auch 2 Euro. Noch nicht mal hinten durchgelesen, auch 2 Euro. Classic Cult. Nehme ich mit. Fertig. Zack. Aus diesen Kriterien. Dann sollte man eigentlich mit dem Sammeln aufhören, gell? So, dann Demolist. Auf jeden Fall noch ein Film von der Classic Cult Collection. Action, Science Fiction und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr bezahlt. Ich glaube, hier habe ich 3 Euro bezahlt. Auch Classic Cult. Na, da dachte ich, komm, nimmst du mal mit. Den habe ich schon so oft in der Hand gehabt und schon so oft gesehen. Jetzt nimmst du mal mit und fertig. Und für den Preis kann man nicht viel falsch machen. So, dann war ich wieder bei dem Händler, wo ich am liebsten gerne mein Stuff hole. Wenn ich jetzt wüsste, wie der heißt. Boah, das ist... Shamrock Media, da gehe ich wirklich immer konzentriert über den Platz drüber, weil die haben immer wirklich jede Menge Filme, genau den Shit, den Angler meistens interessiert. Und da hatten die eine Film auf Blu-ray liegen, da habe ich gedacht, komm, 15 Euro, da nimmst du ihn jetzt mit, 15 Euro. Nimmst du mit hier. Normalerweise tue ich nicht gezielt upgraden, ich habe den Film auf DVD
Und jetzt habe ich noch auf Blu-ray mitgenommen. Ich denke mal, für 15 Euro ist ja auch so out of print. Ihr wisst ja, stellenweise wird ein bisschen höher gehandelt. Und ja, aber auch nur, weil ich ihn durch Zufall gesehen habe. Ich habe jetzt nicht danach gesucht. Ich so, oh, guck mal, was willst du dafür haben? 15 Euro. Ja, hier, nehme ich mit. Ja. Also. Wobei ich gar nicht mal so sicher war, ob das wirklich von dem Stand von Shamrock Media war. Das war so ziemlich an der Grenze zum nächsten Händler. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hat der Typ jetzt zu Shamrock Media gehört oder nicht. Also, ja, so nebenbei. So, einen Film hatte ich tatsächlich auf dem Schirm. Und zwar habe ich ja den Film bekommen. Ich muss mal gerade aufstehen. Ich muss das gerade mal holen. Ich habe auch diesmal heute ein Höschen an. Von daher kann die gar nicht schief gehen. Habe ich mir den Film schenken lassen von dem Abonnenten, von dem Discord-Kollege Movieman. War das der Movieman? Ich glaube, das war Movieman. Wenn ich jetzt was Falsches sage, dann steinigt mich. Hat er mich kontaktiert? Patrick, ich habe hier einen Film von oder mit Cynthia Rothrock liegen. Den würde ich mir gern zukommen lassen, weil ich bin ja so auf einem Cynthia Rothrock-Trip. Und zwar ging es um den Film Night Vision. Der Nachtjäger. Jetzt habe ich mir festgestellt, der Film ist FSK 16, der war gar nicht mal so schlecht und ist extremst geschnitten. Jetzt habe ich mal so daheim so geguckt, wo kriegst du den Film her? Es gibt da Hardboxen, es gibt da Mediabooks und die Leute, die das angeboten haben im Internet, wollten dafür schon ein bisschen Kohle für haben, wo ich gesagt habe, nee, für den Film dann doch so viel Geld auszugeben, dann zieht der Angler gar nicht ein. Und da habe ich gedacht, nach dem Film kannst du definitiv mal konzentriert da ein bisschen mal gucken. Auf der Filmbörse. Das war so wirklich das Einzige, was ich so auf dem Schirm hatte, wo ich, ja, ihr wisst, was ich meine. Und tatsächlich habe ich den sofort gefunden bei einem Händler. Der wollte im Endeffekt, der hatte noch überall Rabatt gehabt und hat da dann zum Schluss 8,50 Euro genommen, habe den Film gefunden in der kleinen Hardbox. Ja, und ich war stolz wie Bolle. Dass ich, 8,50 Euro in der kleinen DVD-Hardbox. Besser kann es ja gar nicht gehen. Und dann kam Otti Bond. Und der hält mir das Mediabook unter der Nase. Auf Blu-ray. Das Mediabook für 10 Euro hat er gefunden. Arschloch. Nein, ich gönn's ihm. Von ganzem Herzen. Ja gut. Der Film, der hatte, der Händler, der den Film da auf Mediabook da liegen hatte, der hatte noch ein paar da liegen gehabt. Der Audi hat gesagt, die haben noch ein paar. Die haben noch ein paar. Und da sag ich, nee, das wäre jetzt Blödsinn. Ich habe jetzt hier 8,50 Euro bezahlt und habe den Film jetzt, es war nur auf DVD, reicht. Reicht. Hauptsache, ich kann den nochmal sehen in ungeschnittener Fassung. Otti, es sei dir gegönnt. Wenn es einer verdient hat, dann bist du das. Ne? Damit die Sammlung noch weiter wächst. So, dann habe ich noch einen Film gefunden. Der war aber definitiv von Shamrock Media. Auch ein Cynthia Rothrock-Film und zwar Street Queen and Killer. Den hatte ich noch nicht in der Sammlung und somit musste ich den natürlich mitnehmen. Zu dem Film selbst kann ich gar nichts sagen. Es gibt ja so viele Cynthia Rothrock-Filme, die mir stellenweise überhaupt nichts sagen, von denen ich noch nie was gehört habe oder noch nie was gesehen habe. Und gerade durch Shamrock Media und diverse, also Shamrock Media auf der Filmbörse oder dieses Label, wie heißt es? Imperial Pictures, die bringen da auch sehr viel von Cynthia Rothrock raus. Lauter Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Also von mir aus kann es weitergehen. Ich gucke immer weiter. Ich muss jetzt demnächst mal eine Liste machen, welche Filme ich von ihr habe und welche nicht. Ich glaube, Top Squad, wie das heißt da, wo die da abgebildet ist mit dicke Memme, den brauche ich noch. Den muss ich mir noch mitnehmen. So, dann hat Shamrock Media da einen Film liegen gehabt auf DVD. Im Moment gibt es den nicht anders als in so einer Veröffentlichung. Ist leider so. Ich habe hier schon den Film Der Ritter aus dem All und jetzt habe ich mir den zugelegt Mr. Babysitter. Hab den auch schon im Player gehabt und muss ganz ehrlich sagen, Bild und Ton. Wirklich top. Also wenn ihr das mal seht oder aber hier... Entschuldigung, gerade mal aus dem Schrank. Das scheint dasselbe gewesen sein, der da gemacht hat. Ja, ja, sieht alles gleich aus. Wenn ihr das mal irgendwo liegen seht, für 10 oder 12 Euro, ich glaube 12 Euro habe ich ja bezahlt, könnt ihr bedenkenlos mitnehmen, wenn es halt nicht
Anlässe gibt, offiziell, dann möchte ich gern auf sowas zurückgreifen, auch wenn der Angler immer so ein Meckern ist. Aber das ist ja schon wieder, das ist schon wieder eine andere Geschichte hier, sowas als wie, ne? Könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Bild und Ton ist wirklich allererste Sahne. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Und vor allen Dingen war es ewig her, wo ich das letzte Mal Mr. Babysitter gesehen habe. Und ja, es macht Spaß. Macht Spaß. So, und ganz zum Schluss kommt jetzt ein Film. Auch mal sogar in einem Mediabook. Und der Film ist noch nicht mal für mich. Und zwar habe ich in der Discord-Gruppe einen schönen Deal gemacht mit dem TJ91 oder Tyron, wie man ihn auch immer schimpfen mag, habe ich einen schönen Deal mit ihm laufen. Da sagt er hier, Patrick, ich will kein Geld von dir. Da seht ihr ja im Video demnächst, was ich da bei ihm erworben habe. Da sagt er, ich will kein Geld von mir, wenn du auf der Filmbörse bist und du diesen Film im Mediabook findest, am besten noch mit dieser Cover-Variante. Haben wir einen Deal, dann kriegst du das. Ah, und durch Zufall, ja, beim Händler des Vertrauens, Dominik Voss, konnte ich mir den dann da mitnehmen. Der Tanz des Drachen. Wäre angeblich so ein richtig geiler 80er Jahre Kampfsportfilm, eine echte Kultperle, aber ich selbst kenne den gar nicht. Ich habe den noch nie. Tyron hatte gesagt, Patrick, du kannst ihn gern öffnen hier zu Hause, kannst dir den gern mal selber anschauen und in den Player schmeißen. Aber, lieber Tyron, sehr nett von dir gemeint, aber ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Zeit und mir war auch nicht so für Film irgendwie. Ich hatte ja nicht mal Zeit, Lust, um mich hinzusetzen und ein zweites Mal dieses Video hier zu drehen. Von daher, vielen Dank, Tyron. Ich feier jetzt zu ihm hin, mal einen Abonnentenbesuch starten und übergebe ihm den Film persönlich. Ja, gut, er hat mich auch gelockt. Mit Kaffee im Kuchen. Für die Nummernfreaks, ich habe jetzt die Nummer, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, von 444 die Nummer 113. Ist ja auch scheißegal. Kennt ihr den Film? Habt ihr davon schon mal was gehört? Ist das wirklich so ein Kultkracher, wie alle Leute so behaupten? Dann schreibt mir bitte mal einen Kommentar, weil mich würde es mal interessieren. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich auf der Filmbörse bin, nehme ich mir den auch mal mit. Ich hatte auch sogar das Nico Media Book in der Hand, aber muss ganz ehrlich sagen, jetzt ein Film Media Book, was hat er gekostet? 30 Euro. Ich hatte sogar die Auswahl, alle Kaffee-Variante. 30 Euro ist der Film mir wirklich 30 Euro wert, weil ich habe ihn hier auf Blu-ray. Eigentlich reicht das. Mich würde mal eher reizen, wenn die mal die anderen Filme mal rausbringen, wie Hard to Kill. Ja? So ein schönes Mediabook, Hard to Kill, oder was gibt's da noch? Oh, Deadly Revenge, das Brooklyn Massacre. Das wäre ein Träumchen. Naja, das war's. Mehr hat der Angler nicht zu zeigen von der Besuch auf der Filmbörse Neuss am 2. Januar. Aber ich hab's euch ja erklärt, es war halt nicht so dolle. War halt so. Aber das ist alles wieder im Lot. Es kommen jetzt wieder ganz normale Videos und ja, das war's. Das wäre ein schönes Thumbnail. Mach ich jetzt mal so. So, das habt ihr dann jetzt im Thumbnail. Okay, was soll ich sagen? Liebe Videofreunde, schreibt mir mal fleißig in die Kommentare. Geht mal bei mir unten in die Videobeschreibung, dann guckt euch mal die anderen fucking Freaks an. Guckt mal auf jeden Fall bei dem Retro-Freff an. Guckt euch den mal an. Geht mal beim Didi vorbei, beim Film Louis, Film Flo und wie sie alle heißen. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich denke mal, Didi, wir machen das auf jeden Fall mal. Ne? Komm ich mal vorbei. Hier bei mir nicht. Hier ist Baustelle. Sonst wirst du irgendwo mit vermauert irgendwo. Oder kannst du auch ein Rohr verlegen? Ja, das war's. Liebe Videofreunde, eure Meinung ist gefragt zum Dingens hier und zum Bums hier. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler. Hoido.